Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon gesagt, dass ich nicht so genau weiß, wie das Ganze jetzt hier mit uns weitergeht. Ob wir jetzt hier von einem Dungeon in den nächsten geschickt werden. Ich möchte auf jeden Fall die nächste Quest noch gerne hier weitermachen, weil es ist ja nun mal unsere Hauptquest. Ich habe aber auch so eine kleine Befürchtung ist das falsche Wort, so eine kleine Idee, wo eventuell sich unsere Hauptquest gesplittet haben könnte. Wir werden diese Folge auf jeden Fall noch machen. Ich vermute mal, dass wir dann trotzdem in den nächsten Dungeon reingehen werden. Und möchte dich zur Abenteuergilde nach Uldal schicken. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Die Frage ist nur, mache ich diese Dungeons für jeden dieser drei Städte? Und dann hört das auf und ich komme wieder zurück zur Hauptgeschichte. Oder geht es weiter? Das müssen wir nämlich jetzt ergründen. Du scheust also keine weiten Reisen? Wunderbar. Wie bereits erwähnt, hat uns die Abenteuergilde in Ulda um Unterstützung gebeten. Wenn du der Bitte nachkommen möchtest, dann reise in die Wüstenstadt und melde dich dort beim Treibsand bei Momodi. Ich vermute, dass es diesmal um eine äußerst heikle Angelegenheit geht. Aber bei dir habe ich keine Bedenken, dass du jede Gefahr meistern wirst. Also gute Reise und viel Erfolg. Okay, das heißt, ich muss wie immer mit dem... Ups, falsche Tasten. Wie immer mit dem Luftschiff reisen und dann mal schauen, an wen ich mich da wenden muss. Weil Uldal oder wie es heißt, bin ich nämlich nicht allzu oft gewesen. Du bist der Offizier, muss ich mit dir sprechen? Willst du noch etwas fragen? Nein, ich möchte eigentlich nichts fragen. Aber ich komme hier nicht durch. Oder bin ich jetzt durch die falsche Richtung gelaufen? Moment, hier steht Luftschiff. Ah, okay, da. 120 ist schon echt eine Menge. Allerdings muss man auch dazu sagen, man verdient ja doch noch so einiges, wenn man dann durch die Dungeons durchreist. So. Um hier erstmal die Orientierung zu finden. Wie komme ich denn hier raus? Ich bin schon draußen. Da ist anscheinend nur das Luftschiff. Okay, hier ist ein Aufzug. Ich weiß natürlich nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Abenteurergilde, die Sanduhr. Ist jetzt die Frage, auf welcher Ebene das Ganze ist. Zum Rubinstraßenmarkt oder zur Ebene der Redner? Ebene der Redner sagt mir was. Wir gehen jetzt erstmal da gucken. Weil ich glaube, meine Bogenschützin war es, die hier angefangen hat. Hier ist die Alchemistengilde. Webergilde. Anscheinend sind wir hier komplett falsch. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt besser gelandet wären, wenn wir jetzt mit dem anderen gefahren wären. Ich gehe jetzt mal einfach zur Rubinstraßenmarkt. Ja, das sieht doch schon besser aus. Wo bin ich denn jetzt? Ach da, okay. Abenteuergilde ist direkt rechts. Okay, perfekt. Dann brauchen wir das Ganze auch nicht rauszuschneiden. Kann ich hier durch? Natürlich wieder nicht. Dann müssen wir doch einen kleinen Umweg laufen. Übrigens, ich habe mir heute das Spiel Final Fantasy 15 geholt. Das ist leider kein Online-Spiel, kein MMO. Aber es hat wohl MMO-Ansätze, so wie das ausgesehen hat. Ich weiß nicht genau, was mich da erwartet. Aber das wird definitiv auch demnächst als Let's Play kommen. Also da dürft ihr auch sehr drauf gespannt sein. Willkommen im Treibsand. Ich bin gerade beschäftigt, aber man wird sich gleich um dich... Moment, bist du vielleicht Gameplayerin? Dann habe ich natürlich Zeit für dich. Miyun hat dich bereits angekündigt und nur lobende Worte über dich verloren. Sie schien wirklich aufgeregt zu sein, als sie von dir sprach. Aber genug gefaselt. Du willst vermutlich wissen, wo uns der Schuh drückt, oder? Von mir aus kannst du sofort losgehen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Das ist für einen Krieger. Das sind alle... Klassen. Bitte was? Eichenmaske? Eschenmaske? Okay. Verbesserte Kommandos? Da fällt mir gerade auf, dass die
Kommandos gar nicht mehr hier drin sind von denen. Ach so. Könnte auch daran liegen, dass es gar nicht mehr draußen ist. Okay. Ne, die sind aber gleich. Meine Kommandos sind auch nicht verbessert worden, so wie ich das sehe. Oder die werden noch verbessert, wenn wir das durchmachen. Das kann natürlich sein. Langsam sollte er aber kommen. Puh, diese Hitze bringt mich noch um. Ich glaube, ich brauche erstmal einen kräftigen Schluck von Momobis Besten. Ah, Papaschan. Die Abenteurerin, die deinen Auftrag übernehmen will, ist gerade hier. Hallo. Oh, du bist also die mutige Heldin, über die man in letzter Zeit so viele Geschichten hört? Es freut mich überaus, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Papaschan, ein ehemaliger Gardist der Palastwache. Danke, dass du uns helfen willst. Genug der Förmlichkeiten. Nun erklär doch schon, worum es geht. Ja, aber natürlich. Nichts lieber als das. Es geht um ein Anliegen, das ein Bekannter der Amajin Bergbau AG an mich herangetragen hat. Ein höchst gefährliches Unterfangen. Aus der Tiefe der Kupferglockenmine sind unerwartet Riesen aufgetaucht. Oh, Scheiße. Die unter den Bergarbeitern ein ziemliches Blutbad angerichtet haben. Genauer gesagt handelt es sich bei den Riesen um Hekatonscheiren. Wahrlich fürchterliche Kreaturen, die vor langer Zeit während der Torne-Dynastie in die Mine eingesperrt wurden. Nun ist es ihnen irgendwie gelungen, die Steinplatten, die sie gefangen hielten, zu durchbrechen. Womöglich haben die Minenarbeiter auch zu tief gegraben. Auf jeden Fall sind die Hekatonscheiren rasend vor Wut über ihre lange Gefangenschaft. Die Thorn-Dynastie. Wir reden hier also über Ereignisse, die vor über 300 Jahren geschehen sind, nicht wahr? Das ist korrekt, meine Liebe. Damals wurden die Hekatonscheiren mit magischen Helmen kontrolliert und als Arbeiter in den Minen eingesetzt. Doch wie sollte es auch anders sein? Irgendwann besagten die Zauber und die Riesen, versagten die Zauber und die Riesen erhoben sich gegen ihre Herren. In einem verzweifelten Versuch, die Hekatonscheiren aufzuhalten, brachten die Uldaner den unteren Teil der Mine zum Einsturz. So wurde der Aufstand der Riesen unter einer gewaltigen Felsmasse begraben. Das erinnert mich an einen Artikel in Mithrilboten. Darin stand, dass die Amajina Bergbau AG die Mine wieder in Betrieb genommen hat, um nach Rohstoffen zu schürfen, die für den Wiederaufbau dringend nötig waren. Oh, ganz ehrlich, können die nicht vernünftige Namen nennen? Vielleicht haben sie dabei zu tief gegraben und aus Versehen die Hekatonscheiren befreit. Unglaublich, dass die Riesen nach so vielen Jahren noch lebten. Vielleicht hat ihr Zorn sie ernährt und nun setzen sie ihren Aufstand mit ungebrochenem Hass fort. Die Hekatonscheiren gefährden unsere Arbeit in der Mine. Solange wir sie nicht bändigen, können wir uns die wichtigen Rohstoffe abschminken. Deshalb möchten wir dich bitten, ihren Aufstand niederzuschlagen. Ich gebe zu, dass es sich dabei um keine ungefährliche Arbeit handelt, aber du würdest uns einen großen Dienst erweisen, den wir selbstverständlich entsprechend belohnen werden. Wirklich? Dankeschön. Damit leistest du einen unschätzbaren Beitrag zum Wiederaufbau Uldas. Weißt du, wohin du gehen musst? Der Eingang zum Kupferglockenmine liegt im westlichen Panalan. Pass gut auf dich auf. Westliches Panalan. Bevor du aufbrichst, solltest du aber noch ein paar Informationen einholen. Hier im Treibsand ist gerade ein Angestellter der Amajina Bergbau AG, der viel über die Mine weiß. Bemalter Berg ist sein Name. Okay. Dann sprechen wir doch mal. Dem, wenn wir ihn finden. Ach, da ist er. Oh nein, bei ihm ist auch die Corona-Seuche angekommen. Suchst du nach bemalter Berg? Du hast ihn gefunden. Ich habe vorhin mit angehört. Du willst also die Abenteurerin, die in der Kupferglockenmine für Ruhe sorgen will? Du hast ganz schön Mut. Hoffentlich bist du ebenso geschickt im Kampf, sonst wirst du unter Tage nicht lange überleben. Die Hekatonscheire haben da unten ganz schön gewütet und es gibt kein Anzeichen dafür, dass ihre Wut verpufft sein könnte. Mit den Rohstoffen aus der Mine können wir den Wiederaufbau nach der Katastrophe voranbringen, aber nicht, solange die Hekatonscheiren alles kurz und klein schlagen, was ihnen vor die Füße kommt.
Wir kannten die Geschichte über die aufmüpfigen Riesen, aber niemand hätte gedacht, dass sie noch leben. Immerhin waren sie seit 3 Jahrhunderte lebendig begraben. Also gingen wir beherzt ans Werk und schürften eifrig nach neuen Rohstoffadern. Wobei wir immer tiefer gruben. Zu tief, wie wir jetzt wissen. Denn wir haben eine dicke Gesteinsschicht. Achso, denn als wir eine dicke Gesteinsschicht durchbrachen, oh mein Gott, stürmten aus der Dunkelheit dahinter die Hekatonscheiren hervor. Oh Gott. Die Amagina Bergbau AG hat die Mine vorsorglich durch ihre Eisenscheinsoldaten abriegeln lassen. Melde dich bei der Wache am Eingang zur Mine, wenn du hineingelassen werden möchtest. Viel Glück. Okay, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir da hinkommen und wo das ist. Also, wir sind hier und wir müssten theoretisch links raus und dann ganz nach oben. Dann laufe ich da mal eben hin und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, wir sind angekommen und auf dem Weg nach hier ist mir noch eine Quest über den Weg gelaufen, die wir unbedingt danach machen müssen, weil wir ja schon Level 20 sind, was ich gar nicht mehr gesehen hatte und wir jetzt endlich das Reiten erlernen können. Das werde ich definitiv nach dieser Quest hier machen. Halt, die Kupferglockenmine ist gesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du auf der Stelle kehrt machen. Wie? Du hast dich freiwillig gemeldet, die Hekatonscheiren zur Raison zu bringen? Haha, du musst verrückt sein oder lebensmüde oder beides. Aber gut, wenn du das mit Papascha besprochen hast, will ich deinem Glück nicht im Wege stehen. Bisher begnügen sich die Riesen damit, das Innere der Mine zu verwüsten. Aber früher oder später werden sie herauskommen. Ich weiß nicht, ob wir sie daran hindern können. Also beeil dich lieber. Okay. Ja, es ist nämlich so eine Instanz. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. So, die Kupferglockenmine. Einmal teilnehmen. Ich denke mal, das wird dann wieder... Ja, steht auch schon wieder durchschnittliche Wartezeit 15 Minuten. Das heißt, für mich nichts anderes als, dass ich jetzt erstmal einen kleinen Cut machen werde. Und wir uns dann gleich wiedersehen. So, es startet diesmal sogar mit einer, ja, vielleicht eingespielten Truppe. Ich weiß es nicht. Ich persönlich kenne jetzt nur den Skull. Die anderen kenne ich jetzt nicht. Wir sind in der Kupferglockenmine. Eine sieht aber schick aus hier. Wohin? Ich weiß gar nicht, wohin. Waren alle, ne? Macht jemand den Hebel? Ich habe da keine Ahnung von. Jetzt machen sie ihn sogar zu zweit. Okay. Die hübsche junge Dame neben mir ist leicht am Backen. Achso, falsche Seite. Okay.
Ey! Wartet auf uns! Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Schatztruhe. Schatztruhe ist immer gut. Schatztruhe ist nichts drin. Okay. Haben die das jetzt alle alleine genommen oder wie? Oh, fuck. Jetzt aber komisch, dass eine Schatztruhe nichts drin war. Scheiße, was ist das denn? Ja, ich habe keine Ahnung, wohin ich laufe, aber ich laufe immer mal den anderen hinterher. Beziehungsweise eigentlich heißt es ja mal, man soll dem Tank hinterherlaufen. Ist der denn jetzt mit oder nicht? Hallo? Pulverkammer? Kann man da irgendwas mit machen? Okay. Hallo? Achso! Habe ich gar nicht gesehen. Da war auch keine Truhe mehr. Nee. Müssten wir jetzt alle Pulver reinfüllen? Ich weiß es nicht. Okay. Der hat uns gesehen und ist direkt tot umgefallen. Verschlossene Tür. Und nu? Thank you.
Oh, die kommen hier von allen Seiten, dass ich mich gar nicht umdrehen kann, um zu gucken, von wo die kommen. Ist ja schlimm. Hallo. Und nu? Hallo, nimm doch mal das Ziel. Ich kann die gar nicht anvisieren, so schnell sind die ja schon wieder weg. Oh, fuck. Hier den Schlüssel. Ich will endlich mal looten können. Sich das an. Aua. Wo ist der vierte? Achso, da ist er. Nein, wir haben sie so sehr verprügelt, dass sie schon Krankenwagen kommen. Sollen E1 vom Geröll befreien, okay. Oder muss ich das auch machen? Nee, muss ich nicht, okay. Okay, also die kriegen anscheinend alle. Oha. Das sieht mir noch sehr nach Boss aus.
Bombe in der Nähe steht, okay. Da jetzt Schaden drauf macht. Ist das mit der Pulverkammer da vielleicht? Jetzt kriege ich aber nicht das, was ich jetzt eben markiert habe, oder? Keine Ahnung, was der Tank jetzt hier macht. Okay, das sind dann auf jeden Fall die Riesen. Aber es ist noch nicht der Endgegner. Beide Stufe wurde auf 20 herabgesetzt. Die Idioten. Ich schätze, jetzt kommt der Boss. Endlich frei. Okay. Hallo? In den abgesperrten Raum? Wer ist denn der abgesperrte Raum? Keine Ahnung. Okay. Also was das jetzt wieder von Quatsch war, ich weiß es nicht. Thank you.
Boah, was ist das? Hilfe! Das hat sich ja jetzt böse angehört gerade. Okay, sie sind jetzt alle rausgegangen. Das heißt dann wohl, dass sie auch nicht mehr in der Gruppe sind. Oder sie haben die Gruppe schon aufgelöst, ich weiß es nicht. Nee, die Gruppe ist noch nicht aufgelöst. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder bei der Abgabe. Eigentlich müsste da... Ach, hier ist er. Nein. Ich will dir Bericht erstatten, Junge. Was soll denn jetzt der Scheiß? Hallo. Hier steht, bemalter Berg Bericht erstatten. Warum... Hat der das jetzt nicht registriert, dass ich da drin war, oder wie? Wollt ihr mich verarschen? Zu tief gegraben. Du hast die Minen von den Riesen befreit. Kehr nach Ulda zurück und berichte bemalter Berg von deinem Abenteuer. Steht hier zumindest so drin. Kann ich aber nicht machen, weil der den Quatsch hier ständig... drin hat. Ich versuche mich mal eben auszulocken und wieder einzulocken. Also irgendwie ist das gerade ganz seltsam. Also, ich habe mich jetzt gerade mal komplett ausgelockt und wieder eingeloggt, aber es tut sich nichts. Also ich kann nicht mit ihm reden und nichts. Er sagt immer wieder, ich muss das Ganze nochmal von vorne machen. Ehrlich gesagt kotzt mich das jetzt gerade ein bisschen an. Ich werde das Video dann hiermit erstmal beenden. Und ja, bin jetzt ehrlich gesagt tierisch genervt davon, dass ich das jetzt nicht abschließen kann. Wir sehen uns dann aber trotzdem im nächsten Video wieder, wenn ich endlich das Reiten erlernen möchte. Bis dann. Ciao.